Das hier ist mein Snapchat. Und ich gehe jetzt wieder online. Bitte Videos mit eurem Gesicht, okay? Und ich werde alles... Ihr müsst so mutig sein, wenn ihr krasse Fragen stellt, dass ihr euer Gesicht auch dazu zeigt. Sonst beantworte ich nicht. Sonst beantworte ich euch die nicht. Ihr müsst Videos schicken, wo ihr euer Gesicht zeigt. Ich werde auch alles ehrlich beantworten, Chat. Ich werde alles ehrlich beantworten. Fangen wir an mit Mana. Erstmal, Polen und Mexiko werden jetzt 1-1 spielen, weil Argentinien wird weiterkommen. Und, eine Frage wäre, denkst du, dass Ronaldo zu Real wechselt? Oh, ich glaube, das ist eine alte Frage. Dadurch zu Barca. Ich glaube nicht, dass Ronaldo nochmal zu Real geht. Ich glaube nicht. Okay, nächste Frage ist von Nall. Mit Steifen. Digga, Fragen habe ich gesagt. Fragen. Ob du schon mal eine Freundin hast. Nee, du hast dein Gesicht nicht gezeigt. Nö, dann beantworte ich nicht. Nur wenn man sein Gesicht zeigt, nö. Ey, Hamid, kannst du einen Backflip? Ja, natürlich kann ich einen Backflip, Digga. Was ist das für eine Frage, Mann? Und du hast dein Gesicht auch nicht gezeigt. Natürlich kann ich einen Backflip. 3, 2, okay, warte, nee, stopp. Okay, ich muss kurz konzentrieren. Backflip ist rückwärts, ne, Chat? Backflip ist rückwärts. 3, 2, 3, 2, 1. Digga, warte, nochmal. Das zählt nicht. Das war der erste Versuch. Der erste Versuch zählt nie, der ist nur zum Reinkommen. 3, 2, 1. Nochmal. Chat, noch ein Versuch. Alle guten Dinge sind 3. Okay, 3, 2, 1. Chat, das geht hier nicht so gut, weil der Boden ist sehr schwer. Der Boden ist sehr schwer, deswegen kann man nicht so gut springen. Deswegen, Chat, sonst hätte, also ich kann eigentlich einen Backflip. Eigentlich kann ich einen Backflip, Chat. Ehrlich. Kannst mich gratis in den Arsch ficken. Ey! Digga! Fragen! Wann hast du so am krassesten geweint? Also bei welchem Moment? Am krassesten geweint. Ich glaube, ich habe am krassesten geweint, als Argentinien 2014 verloren hat im Finale. Ich glaube, das war der Moment, Chat. Wie viel hast du genau für Katar bezahlt jetzt insgesamt? Oh, okay, gute Frage. Insgesamt habe ich jetzt für Katar gezahlt. Die Reise ohne Tickets hat 6.200 Euro gekostet. Und das erste Ticket hat 1.500 gekostet. Und jetzt das zweite 3.500. Das heißt, 5... plus 6,2. 11.200 Euro. 11.200 Euro, Digga. Das ist einfach mehr als mein Auto kostet, Chat. Okay, genau, fast genauso viel wie mein Auto kostet. Digga. Oh, aber ich kann es mir dank euch nur holen, Chat. Deswegen Herz an euch, Jungs, dass ich mir das leisten konnte, dank euch. Ich habe auch für die, die sich fragen, ich wurde nicht von Katar bezahlt, hier zu sein. Also ich bin nicht hier, um die Katar-WM gut zu reden. Wisst ihr, wie ich meine? Ich bin einfach von mir selber aus hier. Spontan. Ihr habt selber gesehen, wie spontan das war. Ich krieg kein Geld von denen. Aber ich krieg Geld von euch. Durch eure Klicks auf meine Videos und durch die Subs und durch die alles. So, damit haben wir das bezahlt. Deswegen, Liebe geht raus an euch, Jungs. Moment, ich habe eine Frage. Was eigentlich, also, wie soll deine Traumfrau aussehen? Traumfrau? Boah, gute Frage. Meine Traumfrau? Ich glaube, meine Traumfrau, hat rote Haare. Und meine Traumfrau hat grüne Augen oder blau. Und meine Traumfrau hat Hautfarbe schwarz. Nee, Hautfarbe ist egal. Und sie kann gut kochen, sie weiß, was Fußball ist, und sie kann gut kochen, und sie kann gut sauber machen, und ist nett. Das ist meine Traumfrau, Chat. Wie groß ist dein Penis? Ey, Digga! Das war derselbe! Von so einer guten Frage auf sowas? Aber er hat sein Gesicht gezeigt, ich muss es sagen. Aber ich hab's auch schon mal gesagt. Genauso lang wie das hier. Wie mein Handy. Genauso lang, ich hab noch nie ein Lineal benutzt, aber mein Handy habe ich benutzt. Mal wieder derselbe. Wann hast du eigentlich Geburtstag? 6. April, Chat. 6. April habe ich Geburtstag. Okay, weiter geht's. Ich wollte dich fragen, wie oft wickst du denn am Tag, Bruder?
Am Tag? Als wäre so einmal mindestens am Tag. Ich schwöre auf alles, wirklich, Chat. Das letzte Mal war gestern. Nee, heute. Heute, aber davor habe ich 5 Tage nicht. Ich schwöre auf alles, aber lag ein bisschen noch an der Reise und sowas. 5 Tage vorher nicht, also einmal die Woche nur gerade in dieser Woche. Nur einmal die Woche gehabt. Was machst du, wenn Argentinien das Finale verliert? Was machst du, wenn Argentinien das Finale verliert? Bruder, ich werde auf jeden Fall sehr glücklich sein. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Soll ich irgendwen umbringen? Kein Sinn. Du, Hamid, eine Frage. Hast du was mit einer Frau? Also, hattest du schon mal vor kurzem ein Date gehabt? Ja, hatte ich. Okay, weiter geht's. Lady Girl auf die 1, weißt du Bescheid? Bist ein Macher, ne? Digga. Bist du? Ey, Junge, was ist das für Fragen, Mann? So viele Fragen. Ich wollte gute Fragen, ich schwöre. Ich will nochmal fragen, was ist dein Lieblingsanime? Das ist eine gute Frage. Mein Lieblingsanime. Ich finde The Promised Neverland ist besser, als man denkt. Aber mein Lieblingsanime bleibt Naruto. Dann kommt Captain Tsubasa von der Wichtigkeit von meinem Leben her. Underrated, The Promised Neverland und Akame ga Kill. Falls ihr Tipps braucht für Animes. Akame ga Kill und The Promised Neverland. Ey, Digga, Junge, meine Fresse. Das, Digga, ich hab keinen Bock mehr auf diese Scheiße. Wir machen das vielleicht noch ein einziges Mal, aber dann bitte mit richtigen Fragen, okay, Chat? Dann bitte mit richtigen Fragen und nicht so einer Kacke, okay? Meine Fresse, Digga. Was war das denn heute? Okay.